Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich euch ein Viertel der Fanta 4 mitgebracht. Das war mit Smudo hier neben mir. Herzlich willkommen, Smudo. Komm, hallo. Da bist. Ja, auch für Smudo natürlich, hier für alle Prominenten, unsere vier feststehenden Fragen, die sich natürlich beziehen. Heute nicht auf Musik, sondern aufs Auto fahren. Aber der Smudo ist der absolute Experte, weil der fährt nämlich schon lange selber Autorennen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon wusstet. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Frage Nummer 1. Kram mal so ein bisschen dein Gedächtnis, deine Führerschein aus. Das kannst du mir erinnern. Schwer, leicht, ja. Durchgefahren sogar. Ich erinnere mich noch gut. Es hat mir großen Spaß gemacht, diese Begeisterung. Ich habe mit 18 gemacht, also wir waren schon 18. Und habe einen Autoführerschein gemacht. Montag und Mittwoch war immer Theorie. Und wir sind viel gefahren. Und ich meine, es lief ganz gut. Theorie habe ich viel gelernt. Mein Fahrlehrer hat mir gesagt, ob ich denn sonst auch so in der Schule wäre, weil da hatte ich dann keine Fehler gehabt. Und also ich hatte dann nichts Spektakuläres zu berichten. Mit 30 habe ich allerdings meinen Mopedschein gemacht. Okay. Und da bin ich mit Ach und Krach durch die Theorie durchgefallen. Der Prüfer sagte noch so, ja, keine Ahnung, 23 Punkte. Das ist ein bisschen 14 Tage oder irgendwie so. War echt so sauer. Und ich glaube, da hat mir die reelle Autofahrerfahrung im Weg gestanden, sozusagen. Aber es haben sich auch viele Sachen getan in der Zwischenzeit. Manche Zahlen haben sich geändert, manche Vorschriften sind ein bisschen anders. Ja. Und deswegen, es wandert sich natürlich die ganze Zeit. Aber eigentlich erinnert man sich mehr an die Moped-Prüfung. Okay, Frage Nummer 2, dein erstes eigenes Auto. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich war mit Thomas, meinem Kollegen, Thomas Dick, von den Bandpass in den USA, 1988, das war eine der maßgeblichen Bildungsreisen, die uns dazu gebracht hat, durch unsere Rap-Musik, bis dahin Englisch war, auf Deutsch zu machen. Und da haben wir uns einen Ford LTD Kombi gebaut aus 77. Das ist ein ganz alter amerikanisches Familienauto aus den 70er Jahren, in Himmelblau. Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut und dann, wenn ich mal im Internet nach dem Foto schaue, dann wisst ihr alle, wie es nur mit 18 unterwegs war. Genau. So, da sind wir schon wieder. Frage Nummer 3. Für mich eigentlich die wichtigste Frage von allen. Wie stehst du zum Thema lebenslanges Lernen? Gerade jetzt für die Fahranfänger, die relativ frisch sind, wenig Fahrerfahrung haben, Fahrsicherheitstraining. Also man lernt ja immer und Lernen ist auch natürlich das Schwierigste. Also ich fliege auch zum Beispiel, als ich einen Flugschein gemacht habe, da geht es auch immer wieder um Lernen. Und auch in der Praxis geht es ums Lernen. Es geht immer darum, dass man das, was man gelernt hat, fair lernt. Also Training. Complacency in der Fliegerei ist das Buzzword. Das heißt, dass Bequemlichkeit ist eigentlich der erste, das größte Risiko bei uns, dass man etwas zu sehr auf die leichte Schulter nimmt und den Respekt vor der Energie, die man da ja umsetzt, auch verliert. Ne? Und da geht es dann, von daher ist Leben, lebenslanges Lernen gut. Ich habe selbst nie Fahrsicherheitstraining gemacht, aber ich muss sagen, dass die Sachen, die ich hier im Auto lerne, beim Autorennen auch mir sehr viel im Straßenverkehr helfen, was das Einschätzen von Risiken angeht. Und deswegen finde ich es eine gute Idee, wenn man zum Fahrsicherheitstraining hält. Okay, da sind wir also völlig auf einer Linie. Letzte Frage. Die Frage mal zu sehen, im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr bei uns in Deutschland. Was war das Land, wo du spontan sagen würdest, da habe ich den Straßenverkehr am extremsten? Wenn er hier einen Urlaub macht, mit welchen Leihwagen, das ist Situation. Das ist auch ja, in Thailand. In Thailand war ich Moped fahren. Aber ich war erst kurz in Rom mit der Vespa unterwegs. Das war auch sehr aufregend. Die Leute gucken da mehr auf sich als auf die Verkehrsregeln und auf die Ampeln. Aber trotzdem funktioniert das in gewisser Hinsicht. Ja. Natürlich muss man sich auch an das System gewöhnen und darüber lernen. Ja, man muss ein bisschen anpassen, Alter. Ne? Auf jeden Fall. Okay, also das waren schon vier Fragen, vier wirklich interessante Antworten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube. Und ich spreche jetzt mal für uns beide, fürs Nu und für mich natürlich. Wir wünschen euch viel Spaß in eurer Führerscheinausbildung. Ja. Allzeit gute Fahrt. Genau. Viel Erfolg in eurer Prüfung und allzeit gute Fahrt. Das waren Smudo und Sven für die Internetfahrschule.